Aloha, Namaste. Ja, ich hätte da mal heute ein, zwei, drei kleine Fragen an dich. Ja, was würdest du aktuell sagen, zu mir sagen, wenn du es mir sagen möchtest oder vielleicht sogar hier direkt in die Kommentare schreiben möchtest? Ja. Wie war so dein Leben? Bist du generell glücklich, so wie dein Leben abgelaufen ist? Oder gab es viele, viele Dinge, wo du sagst, ah, das war aber gar nicht gut? Und ja, was hast du so als größte Lernerfahrung für dich mitgenommen? Und ja, was wäre denn noch, wenn du jetzt vor die Entscheidung gestellt würdest, dass du jetzt von dieser Erde gehen musst, darfst, wie auch immer du das interpretierst? Und ja, inwieweit würdest du vielleicht versuchen, zu argumentieren und mit was würdest du argumentieren, dass du sagst, ja, aber eigentlich bräuchte ich noch Zeit. Eigentlich habe ich das und das noch nicht gemacht, habe ich das und das noch nicht erfahren und ich möchte noch das und das der Welt geben. Gäbe es da etwas? Oder würdest du vielleicht sogar sagen, okay, ich bin froh, wenn ich jetzt hier die Erde verlassen darf? Ja, vielleicht ein paar für dich nicht ganz leicht zu verdauende Fragen und vielleicht auch nicht sofort so eben aus dem Stegreif zu beantworten, weil du dich vielleicht nicht so wirklich bisher damit auseinandergesetzt hast. Und doch würde ich mich freuen, wenn du dir heute oder die Tage irgendwann Zeit nimmst, mal über diese Fragen nachzudenken und zu schauen, was so aus dir herauskommt. Was gäbe es da an spontanen Antworten? Vielleicht jetzt gerade schon, wo ich diese Fragen formuliert habe. Gab es da sowas wie, ich bin froh, wenn das hier alles vorbei ist. Oder sowas wie, ich habe gelernt, ich kann keinem vertrauen. Ich kann nur auf mich selber bauen. Vielleicht hast du aber auch das Resümee für dich gezogen. Es war so eine tolle Zeit hier. Es waren so viele wunderbare Erfahrungen. Ja, es waren auch mal nicht so gute Sachen dabei, aber im ganzen großen Ganzen war das so was Tolles. Hey, also, ich würde das gerne nur noch länger haben. Oder sowas wie, du, ich hab all das, was ich eigentlich machen wollte, noch gar nicht gemacht. Die Arbeit, die Familie, das hat mich alles zu sehr eingespannt und ich brauche noch Zeit. Hallo? Ich habe ja noch gar nicht wirklich gelebt. Also können sehr unterschiedlich sein, die Antworten. Und ich würde mich freuen, wenn du ja darauf mir auch hier vielleicht einen Kommentar lässt oder mir privat schreibst und mir sagst, Mensch, da hast du vielleicht etwas angesprochen, da darf ich gerne nochmal drüber nachdenken. Ich danke aber auf jeden Fall für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir einen wunderschönen Tag mit ganz vielen tollen Erfahrungen für dich, die dir jetzt noch ja, einen Mehrwert geben. Und ja, bitte fühl dich geliebt.
Danke für deine Aufmerksamkeit. Bis dann.